Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Soulstone Survivors und heute schauen wir uns mal den Legionär an. Sieht auch aus wie ein Römer damals. Also im Kampfoutfit, logischerweise. Er hat mehr Gesundheit, ein bisschen weniger Crit-Chance, mehr Rüstung, plus 2 Schadensminderung, aber Reißmultiplikator ist kleiner. Er hat die Fähigkeit Lichtspeer, trifft Feinde in einer langen Reihe vor dir. Verursacht 90 Schaden, bewirkt Bluten. Also Nahkämpfer und gezielt nach vorne gerichtet. Ja, wir müssen den mal aussuchen. Also gezielt nach vorne gerichtet. Den schneller kann er ruhig sein. Bei Würfeln. Ah, kann auch was gebrauchen. Eigentlich ja nicht, ne? Aber nehmen wir das mal so. Dann spielen wir mal auf dem hier. So. Will ja auch mal ganz ausmachen. Mal schauen, wie das ist. Man da schnell vorankommt oder eher nicht so. Weil, also es sind ja weniger Feinde, aber dafür sind die auch leichter zu töten. Also er hat wirklich hier mit seiner Stabwaffe, also mit seinem Speer, greift er an. Das war gut, die Kristalle hier zusammenbekommen. Ja, und wir stechen ja direkt in einer Linie. Das ist ja sehr gut. Und da wir das Bluten auslösen, reicht das bei den Gegnern hier auch schon. Ja, machen wir hier direkt Mehrfachwirkung. Dass wir die immer schön in der Reihe kriegen, so halbwegs. Dann gucken wir uns da jetzt aber nach. Warte mal, zufällige Feinde. Ah, der schlägt dann direkt bei uns ein. Der Blitz. Und tötet die, wenn sie zu nah rankommen. Das ist doch ganz gut. Dass wir die Rune mitgenommen haben. Bietet sich jetzt ja an. Dass wir das alles ein bisschen zielgerichteter machen. Und wir schlagen die auch ein bisschen zurück. Das ist echt praktisch. Dann wirkt das Bluten gut lange. Und sie sterben dann auch gut. Den Bluten auf den anwenden, ja, ganz immer. Hier noch Bluten, das passt ja super genau. Die schleudern wir ja auch alle nach vorne. Also von den Fähigkeiten Auswahl passt ja sehr gut momentan. Ja, schreiben, was ihr so für Fähigkeiten mit dem hier spielt. Das vielleicht schon wieder völlig falsch ist. Oder ob sich das noch in Grenzen hält. Dass man halt wirklich zielgerichtet jetzt dann agiert. Ja, der ist immer so ein Glücksspiel. Aber trifft jeden Effekt löst er aus, also ist so schlimm jetzt.
So. Ah, nehmen wir das hier mit. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt als letzte Fähigkeit bekommen. Todeskrall, die würde ja auch direkt bei uns ausgelöst werden. Also irgendwie sterben die alle. War gut schnell, aber... Ah, gestorben, bevor sie ihre Fähigkeit aktivieren konnte. Schade, ich habe gedacht, wir schaffen das ein bisschen schneller. Also die Anzahl der Gegner. Davon brauchen wir jetzt ja nichts. Also dauert ganz schön, bis die an uns rankommen hier. Schaden erhöhen. Ah, Gift brauchen wir jetzt ja nicht. Ah, den Bereich erhöhen, das ist sehr gut. So. Die hinteren beiden Fähigkeiten ein bisschen erweitert. Fachwirkung, das ist sehr gut. Verwirrt. Machen wir. Verwirrt. Ja, einmal und hinten. Bei den beiden ja auch. Geht das ja. So. Einmal ein bisschen alles einsammeln. Wenn ihr jetzt auch den Sprint nehmen können, aber gerade ohne Fluch spielen, ist das gar nicht so schlimm. Nur immer aufs Geräusch achten, da wir die Fähigkeiten zum Großteil ja ausgeblendet haben, damit wir gut die roten Flächen vom Gegner sehen. Ein bisschen drauf achten, dass wenn so ein Messergeräusch kommt, dass wir uns dann immer schön zu allen Feinden hindrehen, dass diese Fähigkeit hier auch gut alle erwischt. So, wir brauchen viel mehr Feinde. Und da ist ein Boss irgendwo aufgetaucht. Hinter ihm stehen. Ah, schon. Gut. So kann es gehen. So, dann upgraden wir ruhig mal die Fähigkeit noch mal. Immer gut gucken, dass genug Gegner sind. Das ist das Problem. Damit wir schnell den nächsten Boss triggern. Wir können uns ja mal ein bisschen schneller machen. Einmal ein bisschen hier einsammeln.
Das dauert ja ewig, aber beim nächsten Bus dann. Ja gut, wir haben auch nur nach vorne gerichtete Angriffe. Erwischen wir ja nicht alle gleichzeitig. Oh, der hat jetzt ein bisschen länger überlebt. Aber wir wurden ja auch einmal zurückgedrängt. Und dafür geht das ja noch. Aber hier in der Ecke, da hat man auch gut gleich ein paar mehr Gegner auf einmal. Das ist schon sehr gut. Einmal alles einsammeln hier. Aber das Zurückdrängen ist sehr gut. Also Beomut brauchen wir eigentlich nicht. Wir spielen ja ohne Flüche. Und der hat ja auch schon sehr viel Leben. Schön alles wegmachen. Da ist ein Boss. Oh, das ist jetzt aber eher ungünstig. Ja, ich hänge hinter ihm fest. Da kann ich nichts machen. Ah, tut mir leid. Also, da hingen wir jetzt hinter ihm fest. Wir standen da so ungünstig. Dass wir halt ein bisschen gut Schaden kassiert haben jetzt. Können das ja einmal mitnehmen. Dritter Sprung ist ja nicht verkehrt. Eben hat uns der Sprung jetzt zwar gar nichts gebracht, weil wir da festhingen, aber naja. Also die leben hier viel zu lange. Wenn die mich nicht in einer Tour rumschleudern. Ah, geht doch. Oh, dann. Oh, Donnerschlag mal ein bisschen. Die Gegner sind alle viel zu verstreut. Und viel zu wenige. Gucken, ob wir mit dem Charakter direkt beim ersten Versuch unter 10 Minuten kommen. Aber dafür brauchen wir noch ein paar Gegner. Und wir dürfen nicht wieder hinterm Boss festhängen. Oh, 9 Minuten 46. Oh, das ging ja gut. Ah, voll cool. Wenn wir laufen und springen, sieht man die Figur hinter einem noch. Boah. Wir mal gucken. Da gehen wir mal Overlord reingucken. Aber das fragt sich, ob wir die jetzt getötet kriegen. Mal einfach mal schauen. Ach nee, der ist schon wieder hier.
hier ist wieder doof zu stehen. Für uns immer. Ah, lass mich doch mal hier hin kurz. So. Also wir können so gut auf Abstand halten. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt stehen natürlich ein paar hinter uns. Die erstmal wegmachen. Oh. Mehrfachwirkung, das ist immer gut. Und da die auch schön so in der Reihe stehen. So, alles ein bisschen verbessern. Mal gucken, ob wir die Busse hier dann auch gut kommen. Weil es müssten ja dann zwei sein. Die leben bestimmt auch ein Stück länger, so dass sie mehr Fähigkeiten aktivieren können. Den Sperrangriff ein bisschen aufgepimpt. Jetzt sind es wieder so wenig Gegner. So, mal gucken. Schön von hinten angreifen. Ja, einigermaßen hinbekommen. Jetzt dauert es wieder kurz, bis ein paar Gegner da sind. Oh. Das, nur das. Da können wir auch die Todeskralle nehmen. Verbrennen mal ein bisschen nehmen. Was ist mit denen jetzt los? Ja, nur Mist dabei. So. Da geht ja einigermaßen. Ich halt, manchmal fallen sie direkt um, manchmal dauert es dann. Aber die Fähigkeitenauswahl ist ja gar nicht so schlecht dann. Unsere Schildtechnik ein bisschen erhöhen. Das Doofe ist, der Cooldown von der Todeskralle ist noch recht hoch. Den müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwie runterkriegen. Jetzt geht das wieder mit diesen ganzen Fähigkeiten los.
So. Wir bräuchten echt irgendwie was für die Todeskralle. Aber da sind jetzt eben ganz viele auf einmal umgefallen, also. So, dann hätten wir hier mal ein paar Bosse. Und natürlich ist überall Eis, ja klar. Zweimal gestorben, ist klar. Also mit so vielen Flächen auf dem Boden ist als Nahkämpfer echt nicht so gut. Aber gut, wenn man Vergiften und alles hat. Müssen wir hier erstmal aufräumen, uns ein bisschen heilen. Was als nächstes für Bosse kommen. Weil die auch noch schaffen. So, jetzt kommen sie. Ach nee. Das haben wir ja trotzdem hinbekommen. Und wir machen jetzt halt über Zeit den Schaden. Durch die ganzen Vergiftungen und was die alles abbekommen. Der eigentliche Sperrangriff macht ja gar nicht so viel Schaden dann. Aber wir treffen sie ja mit den ganzen Effekten, dann geht das ja schon. Sieht man ja gut über deren Anzeigen. Boss. Ach, Laserboy und Giftboy haben sich zusammengetan. Ja, der könnte jetzt aber... schade, er ist nicht gestorben.
bisschen blöd gelaufen jetzt zum Ende, aber der spielt sich sehr cool. Muss man ein bisschen noch rumexperimentieren, welche Fähigkeiten man am besten nimmt. Welche, die viel Sofortschaden machen. Oder man viel auf Looten, Verwirrung und alles geht, die ganzen negativen Effekte. Und man braucht sie ja nur kurz treffen, dann haben die ja hier oben schon sehr viele. Oh, da haben wir jetzt mal einen Römer gespielt. So, hoffe euch hat es aufgefallen, der Charakter. Gerne abonnieren, liken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.